Mann, du Ausgleich in der 90. Minute. Das hätte der FC doch gewinnen müssen. Das war doch alles beschiss, war das doch. Der Heider, der war doch ganz klar im Abseits, war der. Ja. Entschuldigung, aber wenn, dann war das nur die Schuld von dem Podolski. Ja, also ich habe dort überhaupt keinen Abseits gesehen. Hast du das gehört? Der Paul hat keinen Abseits gesehen. Der Podolski hat alles reingespielt und der Paul hat keinen Abseits gesehen. Ich will nicht hoffen, dass wir dir nochmal die Abseitsregel erklären müssen, wa? Ich glaube aber schon, du, das kann ich gebrauchen, du, komm. Da bin ich auch mal gespannt. Also, das ist ganz einfach. Abseits ist, wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft den Ball in Richtung gegnerisches Tor schießt und zwischen dem gegnerischen Torwart und dem ersten der angreifenden Mannschaft ist noch jede Menge, gegnerischer Platz. Jawohl. Genau so ist es. Nicht gegnerischer Platz, sondern gegnerische Gegner. Im gegnerischen Platz sind doch aber jede Menge gegnerische Gegner. Nee, da hast du was falsch verstanden. Pass auf. Wenn der Angreifer, der spielende Mannschaft, die Richtung des Balls wechselt und der mannschaftliche Gegner einen ersten Torwart hat, dann steht der spielende Angreifer auf dem Platz. In der gegnerischen Hälfte. Im Abseits. Ja. Nee. Was? Ja, Menschenskind, da kapiert doch jeder. Abseits steht ein Spieler zwischen dem gegnerischen Torwart und dem eigenen Mann. Wenn der eigene Mann näher am eigenen Mann steht als der eigene Torwart. Ja. Also, einfach gesagt, Abseits ist, wenn der Linienrichter die Fahne hebt. Ja, aber der hat doch gar nicht die Fahne gehoben. Und genau deswegen war es auch kein Abseits. Nee, ich dachte doch. Sag mal, willst du mir jetzt die Abseitsregel hier erklären oder was? Aktives oder passives Abseits?